best game ever. Aussagen wie diese oder ähnliche findet man bezüglich Rocket League des Öfteren in den Weiten des Internets. Was nach Trackmania mit Fußballmod aussieht, ist in Wirklichkeit der Nachfolger von Supersonic Acrobatic Rocket Powered Battle Cars und ein Low-Budget-Titel für PC und PSN. Auf den ersten Blick wirkt Rocket League simpel und zu sehr vom Zufall abhängig. Tatsächlich offenbaren sich binnen kürzester Zeit ungeahnte Komplexität und viel Spielspaßpotenzial. Das Spielprinzip ist schnell erklärt. Bis zu 8 Spieler duellieren sich in 2 Teams mit Fahrzeugen in einer Arena. Das Ziel besteht darin, einen großen Ball ins gegnerische Tor zu befördern. Stefan Raabs Autoball-WM lässt grüßen. Anders als beim TV-Event besitzen die Rocket League-Fahrzeuge einen namensgebenden Raketenantrieb und können bei Bedarf nicht nur springen, sondern auch einen kurzfristigen Speedboost einschalten. Der Geschwindigkeitszuwachs ist jedoch begrenzt und muss mit Power-Ups aufgeladen werden. So viel zu den Grundlagen. Das Gameplay ist sehr actionreich und richtet sich ganz an die Geschicklichkeit der Spieler. Mit cleverem Einsatz des Raketenboosts und Sprungeinlagen sind standartige Spielmanöver wie Fallrückzieher möglich. Mittelfeldpässe, Abwehreinlagen, Befreiungsschläge, viele Aktionen bescheren Punkte und lassen das Herz von kompetitiven Spielern höher schlagen. Das Spiel wertet neben Toren auch Vorlagen und Paraden hoch. So ergeben sich frei ausgelegte Spielerpositionen wie Torhüter, Spielmacher und Stürmer. Ganz wie im klassischen Rasensport. Anders als auf dem bekannten rechteckigen Grün erlauben die Rocket League Spielstätten auch einen Ausflug auf die Außenwände. So entwickelt sich der Spielablauf häufig in die Vertikale, was nicht zuletzt an der locker ausgelegten Ballphysik liegt. Die Steuerung ist simpel und zugänglich gestaltet. Binnen kürzester Zeit vollführt man gekonnte Tricks und sorgt für Gefahr in der gegnerischen Hälfte. Der Spielmodus Training erlaubt das Üben verschiedener Manöver. Auch grafisch gibt sich Rocket League keine Blöße. Die bunten Farben der Arenen und Effekte des Boliden aufeinandertreffens beherrschen das Bild. Der Detailgrad der Fahrzeuge erreicht natürlich kein Project Cars oder Forza Niveau, doch das Spiel ist hauptsächlich auf gutes Gameplay ausgelegt und läuft so bereits auf schwächeren Rechnern mit höheren Framezahlen. Die Grafik fängt gut ein, was wirklich wichtig ist. Im stets speicherbaren Replay ist schön anzuschauen, wenn auf frisch gemähten Arena-Rasen die Fahrzeuge mit Raketenantriebsqualm um den Ball streiten. Gelungen ist auch das Arenendesign. Manche Spielstätten verfügen sogar über verschiedene Versionen. Bei Tag, Nacht und Regen. Der Fokus von Rocket League liegt auf kompetitivem Online-Gameplay mit bis zu 8 Spielern gleichzeitig. Ein Online-Profil zum Leveln ermöglicht Freischaltung von Autoausrüstungsteilen oder Karosserien, die optisch für eine Individualisierung der Boliden sorgen. Spielerranglisten geben eine Übersicht darüber, wer die besten Fahrer sind. Aufgrund des PC-PS4 Crossplay-Features sind das immerhin aktuell über 50.000 Menschen. Doch auch Offline-Spieler sollten glücklich werden, denn mit Freundschaftsspiel bestreitet man Matches gegen KI-Konkurrenten oder 3 Freunden auf dem heimischen Sofa. 4 Spieler-Splitscreen sei Dank. Im Saisonmodus erstellt man eine Mannschaft mit Logo und Teamnamen und misst sich mit anderen KI-Teams. Das ist lediglich als Alternative zum Freundschaftsspiel zu betrachten. Es ändert sich nichts an Präsentation oder Gameplay. Zusammenfassend lässt sich sagen, Rocket League ist ein typisches Spiel, welches wenig kostet und simpel anmutet, doch aufgrund des kompetitiven Gameplays und immer anderer Spielsituationen und Action großen Wiederspielwert und viel Spielspaß bietet. Die E-Sport-Ambitionen liegen auf der Hand und zählt man nun alle Elemente zusammen, dürfte sich Rocket League in der Liste der Dauerbrenner für die nächsten Jahre festsetzen. Ein Ballsommermärchen auf Rädern sozusagen.